Ja, Bart, ich komme nicht weg, ich bin gedazed. Komm, er ist tot. Ja, moin, liebe Community. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ihr kriegt ja offensichtlich nicht genug von der ganzen Sache. Ich weiß gar nicht, was momentan abgeht. Der Zulauf ist unfassbar groß. Die alten WoW-Nacht, Alimania und WoW-Vanilla-Fans kommen irgendwie zurück, was total krass ist. Ja, schön, dass ihr wieder reinschaut. Schön, dass es momentan so krass ist. Ich versuche auch so oft wie möglich zu streamen. Und euch, also auch den Leuten, die irgendwie die Streams nicht gucken, dann auf YouTube dementsprechend Auszüge davon zu präsentieren. So wie es beim letzten Mal mit dem Schamanen geschehen ist, machen wir es heute mal mit meinem Dwarfhunter. Lustige Geschichte, Dwarfhunter ist ja meine Startklasse damals in WoW Vanilla gewesen. Und da der Schamane mir nicht so viel Spaß gemacht hat und irgendwann der PvE-Server down war, habe ich eine neue Klasse angefangen, in diesem Fall den Dwarfhunter auf dem PvP-Server und jetzt auch ein bisschen mehr los und so weiter. Und jetzt könnt ihr einfach mal reinschauen, wie es mir mit dem Dwarfhunter ergangen ist und es ist schon teilweise echt hart, vor allen Dingen Level 1 bis 10. Alter Schwede, da weiß man erstmal, wie schön oder wie einfach man es heute in WoW hat. Ob es besser ist, das weiß ich nicht, das müsst ihr selber entscheiden. Viel Spaß! So, also der gute alte Hunter und das Zwergen-Gnomen-Startgebiet. Das heißt, Gnomeregen ist immer noch nicht befreit. Wir sind wieder ganz am Anfang. Und ich nehme natürlich die Handschuhe des Wolfsjägers. Man sieht sie. Die Startgegend ist, macht, glaube ich, nie so richtig Bock. Warum streamt Bushido kein Classic? Ich habe keine Ahnung. Willkommen zurück in Classic Stay Wild and Listen. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Morgen geht's weiter um 20 Uhr der nächste Stream. Da werden wir aber nicht nur WoW zocken, sondern auch andere Sachen machen. Nämlich auch Diablo 3 neue Season spielen. nein. Ach so. Nein, das tun wir nicht. Ich tue das. Ja, wenn ich Classic spiele zum Beispiel. Zum Beispiel. Trollwelpe, zählt das? Ja. Waffenmaxen ist super. Ja, da muss ich echt aufpassen. Deshalb spiele ich auch nicht mehr Warrior, ne? Genau deshalb. Matches in Naxxus ungefähr so. Alle spielen Feuer und der erste, der crittet, kriegt den Fire-Debuff, also den Ignite-Debuff. Und dann ballert allen Matches drauf. Ein Magier wird dadurch total gepusht, das heißt, die Magier arbeiten quasi zusammen, um Damage zu machen. Aber insgesamt machen sie halt mehr Damage als die meisten. Ja, aber Licht und Schatten sind bei Charm, bei Verstärker Charm ist halt extrem. So stark wie bei keiner anderen Klasse. Ich brauche ein Ziel. Und vor allem, wenn ich Charme spielen würde, würde ich einfach Elementar-Schamane spielen. Das ist einfach eine der besten PvP-Klassen, obwohl er halt nur das einzige Problem, was er halt hat, ist Mana-Probleme. Dafür sind die halt ultra gut. Ha, wenn ich UBS, Sholo, Stratholm und so lese, dann zuckt's. Leuchten meine Augen. Ja, genau. Bei mir, ich zuckte erstmal zusammen, ehrlich gesagt. Mal gucken, wie das ist. Nein, Windfury Shamis waren nicht OP. Windfury Shamis sehen manchmal OP aus. Dafür haben die 80% der Zeit oder 90% der Zeit weiße 300er Hits und das war's. Mehr können sie nicht. Was kann ich für euch tun? Fort mit euch. Bam, Level 6. Ich bin ganz Ohr. Fort mit euch.
So, ich bräuchte noch eine Engineering. Engineering Trainer oder zumindest einen Mining Trainer. Ja, kann das der Classic-Server Akku regulär öffnet? Also regulär, Akku wird es echt richtig original mit dem Event geben. Man sieht sich. Richtig geil. Schön euch zu sehen. Ja. Mögen eure Reisen sicher sein. Da oben steht der Hunter-Lehrer am Arsch. Was geht euch durch den Kopf? Arcana-Schuss, geil. Mal des Jägers. Müssen. Oh, hab ich nicht genug Gold. Scheiße. Muss wieder Makro bauen, ne? Zuerst mal des Jägers, dann Arcana-Schuss. Bam. Bam. Bleib sauber. Die finden drei Kupfer. Ja. Ah! König Magni! Guck mal, so sah der vorher aus. Machen wir mal einen schönen Screenshot. Ganz schön dunkel hier, ne? Warte mal, stell dich mal daneben. I'm with stupid. Warum ist es so dunkel hier? Was soll denn das? Soll ich mal eine. Zum Greif ist effizienter. Wieso? Zum Greif effizienter ist. Oh, guck mal, die fällt gerade ein. Geil. Make Azeroth. Ich grüße die Gilde Make Azeroth Great Again. Das ist die Gilde von Esmond Gold und S-Fans. Echt? Ja. Ich grüße die. Mach, was du Bock hast. Ja, bei Unentschieden darf ich selber aussuchen. Das heißt, ich fahre jetzt erstmal nach Stormwind und werde ein bisschen da leveln. Christopal hat meinen Channel abonniert. Vielen Dank dafür. Oh, scheiße, ich habe zwei Molochs geerdet. Ich muss immer andingsen, dass nicht, dass er mir noch weggetappt wird. Ich glaube, ich werde daran sterben. Scheiße. Vielleicht sogar, ja gut, kalten kann ich hier nicht. Scheiße. Ich glaube, ich werd draufgehen einfach, ne? Classic. Jetzt kommt noch ein dritter Murloc! Komm, was soll das denn? Das ist ja das, so typisch Classic, ne? Das ist so typisch Classic. Typisch Classic. In dieser scheiß Koboldmine, wo ich jetzt gleich rein muss, ist es genauso, ne? Die haben so einen Argo-Range, das ist so Time-Sync Mobbing von Blizzard irgendwie so. So, ja. Ich glaube, ne? Damals war das der Begriff Time-Sync noch nicht so auf der Agenda. Ja, aber das ist so irgendwie, wir adden halt immer 3-4, damit du stirbst, damit du länger am Contest dingst. Ja, das ist halt so. Ich hab dir gesagt, mach lieber. Wolverine? Nee, das ist der Goblin-Boss. Der. Ich weiß gar nicht, seit wann es den gibt. Ich glaube seit dem Addon vielleicht. Ich habe kein Ziel. Der gibt vor allem was gleich droppen wird. Dann was ist was Spezielles? The Boon of the Horde, das ist so ein Talisman-Ding, was viel bringt. Mehr Gold. Und eigentlich sind wir viel zu low, das zu machen, und eigentlich bin ich auch viel zu low, aber wir sind gerade alle overgeared hier drin und einer hat den Ring gefunden dafür. Oh oh. Vielleicht gibt's ihn auch gleich nicht. Oh, das ist so geil, ich bin jetzt in der Gruppe, Alter, und ich kann richtig schön durchnuken, ey, das ist richtig cool. Das sag ich doch, mit random Gruppen ist geil. Jede Stunde 20 Euro, wie viel soll es teurer als oh Gott, Steve? Hast du gerade 10 Euro, 20 Euro die Stunde gesagt? Die halbe Stunde, ich Idiot. Das wäre. Das wäre ziemlich dämlich gewesen, ne? Ne? Lass du mich aus gerade, Maris? Nein, ich lache mit dir. Maris, das bedeutet noch mehr, ja? Schläge. Oh, die hat mir gerade ein Schrotgewehr gegeben, ich raste aus. Chuck, ich Lava. Liebe dich. Die hat mir gerade eine Wumme gegeben. Was? 4 bis 9! Ich bin reich, ich mach den doppelten Schaden, Alter! Holy shit. Chuck, ich liebe dich. Warte mal, ich hack ihn einfach. Oh, ihr seid nett. Einer ist schon wieder tot. Ich such grad den einen. I'm an Ass man. Yeah, I'm an Ass man.
Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile 34. WoW-Nacht. Ohne mich wird doch eh niemand die Sendung anhören, denn ich bringe Einschaltquoten. Ach, toll. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Es ist die 34. WoW-Nacht und ihr habt eingeschaltet. Ich freue mich und begrüße euch zur Sissy-Stunde. Ich meine, es gibt doch so Leute, die basteln sich aus Chlorrollen, Wikingerhüte, gehen in den Wald und machen dann so richtig hier Hardgas, wo wir sind, ist vorne. Hey, this is Indelmar from Nerf and you're listening to the Wow Steve Nut Shoutcast. Guter Stevie New. Es tut mir leid. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Drunter und drüber Sodom und Gomorra, Alter, da ist nur was für ganz perverse. Hi, my name is Tivoli, I'm from Nerf and you're listening to the World of Warcraft Night. Wie heißt der Vater von Thrall? Wonach die Anfangsgegend oder eine der Anfangsgegenden der Horde benannt ist. Dorota. Du musst im Prinzip zwei Buchstaben rumschieben. Tyrus war. Nee, das war eine Untote. Gott, ich hab den. Muss aber auch einen Baum abfackeln. Wieso hab ich den immer noch nicht so? Was für Skills habe ich jetzt gekriegt? Oh! Talentbaum! Was nehme ich denn? Ich weiß gar nicht mehr. Was gilt man denn? Scheiße! Oh. Beastmaster zum Leveln. Okay. Zumindest, ich habe damals mit Beastmaster gelevelt, das weiß ich noch. 3% Gesundheit des Tieres. Ich glaube, ich auch. Das war mir mega geil. Bei aktiven Aspekten besteht die. Bei aktiven Aspekten des Falken besteht für alle normalen Distanzangriffe eine Chance von 1%, dass sich das Distanzangriffs. What the fuck? Da ist ein Bär. Hey, 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 hey. Ich glaube, er liebt mich. Er liebt mich jetzt schon. Ein feiner Bär bist du. So ein feiner Bär. Und der Bär denkt sich so eine Scheiße. Ja, jetzt habe ich den Krömer am Hacken, Alter. In Retail hätte mich niemals einer getämt. Und jetzt ist der geschrumpft. Der ist geschrumpft jetzt bei mir. Oh, guck mal, er findet mich scheiße. Den baller ich jetzt das ganze Essen rein. Wie mache ich das? Nur zaubern? Mit dem Skill. Ja, aber wie? Füttern, Skill und dann... Ich habe keinen Füttern-Skill. Wie, du hast keinen Füttern-Skill? Ich habe auch keinen Füttern-Skill, aber normalerweise kann man das nicht einfach... Früher hat man das einfach... Warte mal. Hä, wie ging das denn nochmal? Er sieht mich immer noch kritisch, was ich nicht verstehen kann. Freizeit oder nicht, das sagt euch gleich das Licht. Sag mal, Herbert, kannst du mal nicht so gierig sein, bitte? Herbert frisst einfach alles weg. Oh, 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 ja, er ist zufrieden. Herbert! Herbert! Hüpfst du nochmal vor uns mit der Gummibärenbande im Hintergrund? Ein anderes Mal, okay? Ein anderes Mal. Oh, das sind die Knolle. Nee, das ist ein Meerschwein. Ein Meerschweinchen ist das. So. Kommt raus, ihr Knolle! Hier ist Stevino! Wir kennen uns von damals! Ich hab euch nicht vergessen, ihr Arschlöcher! Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Oh, ihr seid alle tot, weil hier 80 Leute in der Region sind und euch töten. Alles klar, super. Das eins! Oh, das ist Hunger schon! Scheiße! Oh oh, Steve ist tot. Oh, mich hat einer eingeladen. Nein, 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 nein! Days, 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 days! Von welcher Gilde ist denn der dich eingeladen hat? Gar keine Gilde. Oh. Oh, Hunger geht down! Hunger geht down! Ja! First try! Mit Hilfe. Na, hat die auch allein geschafft. Daisy, Daisy, Daisy! Okay. Nein, 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 Herbert! Herbert, ich komm nicht weg, ich bin gedazed! Hunger ist tot! Die Daily ist sowieso noch nicht gemacht. Hahaha! First try, ihr Nups! Und Herbert, oh, Herbert ist fast tot, scheiße. Herbert ist tot! Nein, ich hab Herbert getötet! Herbert! Herbert!